Mein Name ist Lothar Tolksdorf. Ich arbeite hier auf dem Biohof Bursch. Wir sind ein Demeter Gemüsehof und bauen weit über 60 verschiedene Kulturen an. Wir haben 55 Hektar und unsere große Diversität führt halt dazu, dass wir irgendwas brauchen, was alles hacken kann. Weil wir so biodivers sind, ist es für uns halt ganz wichtig, dass die Maschine in kurzen Abständen einfach wechseln kann und sieht, welche Pflanze muss jetzt gerade gehackt werden. Wir haben keine ganzen Felder mit Monokultur, sondern halt divers, alles verschiedene, hintereinander weg. Wichtig ist, dass wir mit verschiedenen Reihenabständen arbeiten und da muss sich die Maschine eben ganz schnell drauf einstellen können. Deswegen haben wir uns für diese Maschine IC Reader von Steketee entschieden, weil die von ihrer Kameratechnik halt so gut ist, dass die ganz schnell erkennen kann, was auf dem Boden gerade passiert, während der Trecker übers Feld fährt. Es ist sehr, sehr einfach zu bedienen und was sehr, sehr gut ist, ist hinten dran. Nicht vorne dran gebaut, sondern wirklich hinten dran und setzt wirklich im Fahren einfach auf und man kann losfahren und es ist wirklich überhaupt kein Problem. Jetzt gerade scheint ordentlich die Sonne, das heißt, das ist auch bei Sonne tatsächlich machbar. Wir sehen ja den Trecker da hinten, der fährt jetzt bei jede Menge Licht und trotzdem schaffen die Sensoren und die Kameras das alles so zu erkennen, es ist nicht zu hell und nicht zu dunkel. Für uns ist natürlich auch wichtig, weil wir eine Maschine häufig im Einsatz haben, dass wenn mal was dran ist, wir sofort jemand hier haben, der das ganze Ding warten kann. Da gibt es eine Fernwartung von Steketee, was natürlich echt klasse ist. Man kann anrufen und die können von wer weiß woher auf die Maschine zugreifen und Einstellungen vornehmen. Weil wir ein Biobetrieb sind, können wir eben nicht spritzen. Deswegen sind wir aufs Hacken unbedingt angewiesen. Und diese Hackmaschine führt halt durch ihr sehr, sehr genaues Arbeiten dazu, dass wir erstens mal viel, viel schneller sind, als wenn wir das von Hand machen. Zweitens besser. Also ich würde sagen, 99% der Unkräuter sind einfach weg, wenn wir einmal drüber gefahren sind. Und was natürlich auch einfach richtig gut ist, dass der Boden belüftet wird und die Pflanzen einen Wachstumsschub kriegen. Das funktioniert tatsächlich richtig, richtig gut.